Willkommen auf meinem kleinen Channel. Ich dachte mir, ich mache mal heute mal ein kleines Auspackvideo. Wie man sieht, habe ich zwei Päckchen zu Weihnachten bekommen. Beide habe ich mir selbst bestellt. Das eine ist eine Custom Light, das andere ist eine Stock Light. Geplant war eigentlich eine weitere Stock Light, die ich dann als Geschenk bekommen hätte zu Weihnachten. Aber wie das halt momentan im Versand so ist, irgendetwas kommt dann halt doch nicht rechtzeitig zu Weihnachten an. Aber ich bin ja schon ganz froh, immerhin diese zwei Päckchen erhalten zu haben. Ich dachte mir, ich fange mit der Stockblight an. Und ich habe mir ein kleines bisschen Unterstützung dazu geholt. Und zwar meine Bianca Pearl. So, hier haben wir sie. Sie hat so ein paar Besonderheiten an sich, die ich euch auch gleich mal zeige. Also zunächst einmal natürlich das matte Gesicht. Die Gesichtsfarbe nennt sich Snow. Das eigentlich Besondere sind zum Beispiel hier dieser wunderschöne Pullring, so in Silbern. Die vier verschiedenen Augenfarben überhaupt. Das bemalte Augenlid. So, hier haben wir so ein schönes Grün-Blau. Ganz blass. Hier nochmal ein etwas kräftigeres Grün. Und dieses wunderschöne Blau. Ihre Augenlider gehen nicht ganz auf. So. Dazu ebenfalls ganz besonders bei ihr ist, dass sie halt von vornherein mit diesem mattierten Gesicht kommt. Also nicht diesen Gesichtsglanz auf der Haut hat, wie man das normalerweise von den Stocklights kennt. Und auch eben eine zweifarbige Lippe, also vielleicht sieht man das ganz gut. Die Oberlippe ist ein bisschen dunkler als die Unterlippe. Also alles in allem ein wirklich schönes Blightmodell, sehr besonders. So, sie rückt jetzt mal ein bisschen in den Hintergrund. Denn es soll ja gar nicht mal um sie gehen heute unbedingt. Schauen wir doch einfach mal rein in die schöne Kiste. Ich bin froh, dass sie noch rechtzeitig angekommen ist. Sie kam erst... Ich glaube, gestern hier an. Da war die Versuchung natürlich groß, sie doch schon aufzumachen. Aber ich habe mich zusammengerissen. So. Ich habe da ein oder andere, weiß jetzt schon, um welche es sich handelt. So, also das mal drehen. Tada! Hier haben wir die Longing for Love. Ein wunderschöner, sehr, sehr süßer Name, wie ich finde. Die ist jetzt frisch im Dezember herausgekommen. Anfang Dezember ist sie in den Verkauf gegangen. Holen wir sie mal aus der Kiste raus. Ach, die Kiste ist schon wirklich schön. Also alles sehr, sehr pastellig gehalten. Viel in Blau. Ich finde überhaupt, dass Blau so offenbar so die Farbe ist, die sie sich für dieses Modell überlegt haben. Sieht man auch gleich am Outfit nochmal. So, das ist auch nochmal schöner. Einmal einen Blick in die Kiste rein. So, hier sieht man das quasi für den Blightdoll-Ständer. Das kann man so drauf machen. Ich muss gestehen, ich mache das normalerweise eigentlich nie. Ich finde, das ist dann immer so doof, wenn man das bei einigen Modellen drin hat und bei anderen nicht. Und dann, weiß ich nicht, ist das irgendwie so unpraktisch. Abgesehen davon, dass ich die Gleitdruckständer sowieso immer zwischen all meinen Mädels hin und her tausche. Kunst ist es immer, sie aus den Kartons rauszuholen, wie ich finde. Es ist alles so gut festgeklebt. Also kann sein, dass ich das jetzt mal sozusagen ein bisschen vorspule. Oh, jetzt haben wir ihr schönes Gesicht. Ich zeige euch das schon mal. Das ist doch herrlich, oder? Ich finde, also ihr Haar macht jetzt nicht den katastrophalsten Eindruck, also zu dem, was man so gewöhnt ist von einigen Stockblights. Die fallen auch sehr, sehr schön, aber nichtsdestotrotz, also die Haare unten hier, das ist natürlich ein Gefrissel immer. Da muss man dran, also da werde ich noch so ein bisschen aufbereiten müssen, damit die wirklich vorzeigbar ist. Was ich wahrscheinlich auch machen werde, ist, dass ich ihr das Gesicht mattiere. Das mache ich sowieso bei all meinen Stockblights. Schon allein, damit die nochmal einen Schutz am Gesicht haben vor Sonnenlicht. Na? So. Aber man sieht tatsächlich, der Bianca Pearl sieht doch recht ähnlich.
Wie ihr seht, habe ich das Püppchen jetzt mal schnell angezogen. Ich möchte das Video jetzt nämlich nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich will noch ein zweites Video machen, dann mit der anderen Puppe, mit der Custom Blatt, die ich auspacken will. Was ich sagen muss, ich finde, ihre Dings sind ganz schön, ihre Schuhe. Ich finde, die haben was sehr Herbstliches. Die werde ich wahrscheinlich auch für andere Puppen verwenden. Wohingegen ihr Kleid, also mal wieder so diese übliche, ja, schlechte Qualität, Barbie-Qualität. Es ist lapprig und irgendwie auch wirklich nicht schön, wie ich finde. Das werde ich wahrscheinlich nicht weiter verwenden, obgleich natürlich, ich ganz klar sagen muss, also wer ein Fan von Stoplight-Outfits ist, es ist schon ganz schön, wie sich sozusagen dieser Blauton einmal komplett durchzieht. Die Lederjacke ergänzt das auch nochmal ganz schön. Ich habe mich jetzt nicht getraut, die zuzumachen. Da muss man wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Kraft dran gehen. Das traue ich mich jetzt einfach nicht. Das werde ich vielleicht höchstens mal in Ruhe machen. Überrascht hat mich die Qualität der Mütze. Das hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, dass die eigentlich so recht schön ist tatsächlich. Die Buttons hier, die lassen sich leider nicht abmachen. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich ganz hübsch. So sich anzuschauen. Aber normalerweise habe ich meine Puppen lieber in anderen Outfits stehen. Kommen wir jetzt zum Vergleich mit der Bianca Pearl. Also ich habe mir jetzt wirklich lange meine Gedanken gemacht. Ich habe die beiden, ich habe der Longing for Love schon mal die Haare gekämmt. Das beides miteinander verglichen und kann nun also sagen, insgesamt, die Haarqualität ist schöner geworden, jetzt im Vergleich zu ja, früheren Modellen. Die Haarfarbe selbst ist, wie ich finde, ein bisschen kühler als die von der Bianca Pearl. Also ich sehe tatsächlich einen Unterschied. Ich habe mir auch gerade noch meine zweite Meinung geholt. Also die Person hat auch gemeint, dass für sie der Farbton der Longing for Love ein bisschen blaustichiger wirkt. Das trifft sich tatsächlich mit dem, was so mein erster Eindruck war. Nichtsdestotrotz ähnelt sich die Haarfarbe also wirklich extrem. Ich glaube tatsächlich, auf dem Video könnt ihr das auch gar nicht so stark wahrnehmen, wie es in der Realität wirkt. Das greift die Kamera nicht so richtig auf, offenbar. Aber wie gesagt, ich finde, es ist eigentlich auch ganz nett, eben zu wissen, dass man zwei verschiedene Modelle jetzt hat mit einer sehr, sehr ähnlichen Haarfarbe. Ich würde auch niemanden verurteilen, der jetzt sagt, das ist die gleiche Haarfarbe. Weil ich finde also tatsächlich, die ist euch schon sehr, 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 sehr ähnlich. Genau, zum Rest. Es ist ganz klar, die Bianca Pearl hat ein helleres Gesicht. Das wird sich auch mit der Mattierung bei der Longing for Love nicht ausgleichen. Also auch wenn mit so einer Mattierung das Gesicht heller wird, wird es wahrscheinlich nicht so hell wirken wie das von der Bianca Pearl. Ich werde später bestimmt nochmal Fotos veröffentlichen, wo man das dann vielleicht auch nochmal im Vergleich sieht. Aber wie gesagt, mein erster Verdacht wäre, dass es also schon ein Unterschied oder schon unterschiedlich bleibt. Nichtsdestotrotz, auch das kann man angleichen. Also wer ein Interesse daran hat, jetzt die Longing for Love so zu bearbeiten, dass sie möglichst der Bianca Pearl gleicht, kann das wunderbar bei diesem Modell tun. Ich würde dann auch wahrscheinlich die weiteren Eyechips austauschen. Jetzt hier diese blauen Eyechips bei der Longing for Love sehen der von der Bianca Pearl schon sehr, sehr ähnlich. Es ist nicht eins zu eins die gleiche Augenfarbe. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Genauso wie auch die Lippen unterschiedlich sind. Auch der Face Mold ist unterschiedlich. Die Nase von der Longing for Love wird ein bisschen breiter. Ist zumindest mein Eindruck. Ist allerdings nicht schlimm. Genau, der Eyeshadow, auch sehr ähnlich, aber nicht gleich. So, und dann ganz klar natürlich nochmal hier die Bianca Pearl bringt natürlich schon die eingefärbten Augenlider mit, sowie die braunen Wimpern, während die von der Longing for Love eben schwarz sind, beziehungsweise die Augenlider, ihr seht es jetzt hier, sind nicht eingefärbt. So, hier haben wir die typischen blauen Stockblatt-Eyeshadows. Sie hat übrigens die gleiche Eigenart wie meine Bianca Pearl. Ich muss ihr tatsächlich die Augenlider hochstupsen. Ich finde das ganz witzig. Hier haben wir das klassische Orange und das klassische Grün.
Ich gehe davon aus, dass ich mindestens zwei Augenfarben bei ihr austauschen werde. Ich denke, sie wird wahrscheinlich mindestens ein braunes Augenpaar bei mir bekommen. Weil ich finde, dass das dann auch nochmal die Haarfarbe sehr, sehr schön ergänzt und ihr nochmal einen schönen natürlichen Look verpasst. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendeinen Punkt offen gelassen? Ja, habe ich. Die Bianca Pearl bringt diesen wunderschönen silbernen Pullring mit. Den hat jetzt die Longing for Love nicht. Was die Longing for Love hat, sind diese wunderschönen silberfarbenen Ohrringe. Also vielleicht auch noch mal so ein kleines nettes Detail. Ich hätte sie mir insgesamt vielleicht ein bisschen dunkler gewünscht als jetzt die Bianca Pearl. Nichtsdestotrotz eine spannende Ergänzung. Ich denke auch gerade jetzt für Leute, die nicht so viel ausgeben möchten für eine Bianca Pearl, wie ich das damals getan habe. Ich habe sie also gebraucht gekauft, habe auch recht viel bezahlen müssen. Ich glaube nicht, dass jeder das möchte und ich kann das auch nachvollziehen. Ich würde solchen Leuten dann tatsächlich raten, also wer Gefallen an der Bianca Pearl hat, holt euch die Longing for Love. Die ist dem sehr ähnlich. Man kann sie nochmal wahrscheinlich ein bisschen modifizieren, dass sie der Bianca Pearl nochmal ähnlicher sieht. Und wenn man das jetzt auch gar nicht möchte, wenn man sich einfach sozusagen überhaupt vielleicht einfach eine Blind mit bräunlichen Haaren wünscht, die so einen leichten Violettstich haben, jetzt wie bei ihr. Auch ein wunderbares Modell. Also ich denke, ich werde meine Freude mit ihr haben. Jetzt gerade auch im Hinblick darauf, dass ich also mit meiner Bianca Pearl sehr, sehr vorsichtig umgehe, sie normalerweise nicht mit nach draußen nehme, sie nicht bei Wind und Wetter fotografieren würde. Ich hatte immer Angst, dass irgendwas an dieses Gesicht kommt. Das Gesicht ist halt auch im Material nochmal anders, als wie man das von Stockblights normalerweise kennt. Als ich sie das erste Mal bekommen habe, musste ich so ein bisschen beim Fühlen der Haut an Porzellan denken. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so ein Hauch Gummi mit drin ist. Also es fühlt sich anders an. Und vor allen Dingen, es ist ein richtiger Fusselmagnet. Ich hoffe, das sieht dann bei der Longing for Love nochmal ein bisschen anders aus, dass man da ein bisschen pragmatischer mit der Puppe eben an Bilder zum Beispiel herangehen kann, dass man sie eher mal mit nach draußen nimmt, sie eher fotografiert, dass man vielleicht nicht ganz so traurig ist, wenn da mal was drankommen sollte. Von daher eine schöne Ergänzung, auf jeden Fall. Übrigens nicht die einzigen beiden Blight-Modelle, die sich ähneln. Es ist vor kurzer Zeit noch die Sporty Lover Finesse herausgekommen. Die ähnelt mit ihrer Haarfarbe der Winteradern sehr. Ich habe Fotos gesehen, das sieht also auch fast identisch aus. Auch da also nochmal eine schöne Ergänzung zu einem älteren, seltener und teurer gewordenen Modell von Takara. Nichtsdestotrotz auch da, also auch bei der Winteradern werden nochmal Unterschiede im Gesicht sein. Es sind schlichter gehaltenere Modelle. Allerdings, wie gesagt, man kann sie modifizieren, man kann seinen Spaß daran haben und ich denke, den werde ich auch mit ihr haben. So, ich werde jetzt gleich das zweite Video anfangen. Würde mich freuen, wenn ihr euch das auch noch anschauen möchtet. Es ist eine Custom Blight. Ich freue mich sehr über die. Ich habe also lange, 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 lange auf die warten müssen tatsächlich. Aber da erzähle ich euch gleich im zweiten Video mehr zu.